Hallihallo, ihr Lieben. Ich bin Patricia. Meine Mission ist es, unserer Welt zu helfen, die Pandemie der Insulinresistenz zu besiegen und dass jeder da draußen versteht, dass du deine Gesundheit maßgeblich mit deinem Lebensstil beeinflussen kannst. Heute ist die Frage, welches Leben lebst du? Ein eher ungewöhnliches Thema, ein ganz persönliches Live heute. Und zwar ist mir das echt heute Morgen spontan so bewusst geworden, weil ich mit einer Freundin gesprochen habe und eine Situation hatte für mich selbst, wo ich kurz eine Entscheidung treffen musste und für mich das sonnenklar war, wie die Entscheidung ausfallen würde. Die Entscheidung wäre aber nicht immer so ausgefallen. Also früher wäre das für mich ganz anders, hätte ich das ganz anders gemacht. Und ich war früher immer, also deswegen möchte ich da so ein bisschen auch meine Geschichte heute mit dir teilen, weil ich immer wieder merke in Gesprächen, so viele Menschen machen Dinge, die sie eigentlich gar nicht wollen, weil sie denken, es wäre die Verantwortung, es so zu machen. Die Gesellschaft verlangt es vielleicht, die Eltern verlangen es, der Partner verlangen es, die Kinder verlangen es. Und bei mir ist auch so ein bisschen die Inspiration dahinter oder mein Gedanke dahinter jetzt auch mit diesem Live, dass ich dir vielleicht so ein bisschen Inspiration geben möchte und Mut geben möchte, wenn du dich vielleicht auch so fühlst, vielleicht nochmal das Ganze auch zu hinterfragen, weil Fakt ist, wir haben wirklich nur ein Leben, ja. Und ich bin mittlerweile, ich habe auch 30 Jahre gebraucht dafür tatsächlich, bis ich das geschnallt habe. Ich habe tatsächlich für mich die Entscheidung getroffen, mein Leben soll so sein, wie ich das haben möchte, ja. Weil das Leben ist viel zu schade, um Dinge zu machen, finde ich, die wir eigentlich gar nicht machen wollen. Und deswegen möchte ich dir so heute ein bisschen auch meine Geschichte mitgeben, und erzähl, wie das bei mir damals tatsächlich war. Weil gerade die Situation heute Morgen, die hat mich echt nochmal so ein bisschen daran erinnert. Krass, ja, ich bin eigentlich verdammt stolz auf mich, dass ich das mittlerweile so gut hinkriege. Dass ich auch zu Dingen Nein sagen kann, wo ich weiß, die tun mir nicht gut. Wo ich vielleicht weiß, okay, damit kann ich vielleicht auch anderen irgendwie vor den Kopf stoßen. Die sind wahrscheinlich nicht so happy mit meiner Entscheidung dann. Aber es ist mir in dem Moment egal, weil in dem Moment geht es um mich. Und das ist wirklich eine Sache, die habe ich über die Jahre erst gelernt und da war ich früher super schlecht. Also ich war früher immer jemand, so eine Art People-Pleaser, sagt man auf Englisch. Also ich bin immer noch ein sehr harmoniebedürftiger Mensch und ich möchte immer, dass es allen gut geht, dass sich alle wohlfühlen. Und da bin ich immer so dazu geneigt, auch mal selber mich zurückzustellen und zu sagen, ja gut, ich finde es jetzt nicht so geil, aber machen wir es halt, wenn alle happy sind, super. Ja, mittlerweile bin ich wirklich an einem Punkt angelangt, wo ich gesagt habe, nee, ich kann entscheiden, wie ich mein Leben leben will, wie ich Entscheidungen für mich treffen will, egal ob das jetzt jemand anderen passt oder nicht. Ja. Und klar, du musst immer, gerade wenn du in einer Beziehung bist oder auch mit Freunden, manchmal muss man Kompromisse eingehen, ganz klar. Ja. Also, dass du kein Ego-Schwein werden sollst, das ist, glaube ich, hoffentlich klar. Ja. Aber dass du halt auch nicht immer zu allem Ja und Amen sagen sollst, denn Nein sagen ist ja auch Teil des Prozesses, zum Beispiel auch deinen Stress zu reduzieren. Ja. Weil du musst irgendwann auch Prioritäten mal setzen und Stress reduzieren ist ganz, ganz, ganz wichtig auch beim Thema Insulinresistenz, ja, und beim Thema Gesundheit, beim Thema Abnehmen. Die meisten draußen haben einfach mit Stress zu kämpfen und es liegt unter anderem auch daran, dass sie halt wirklich zu allem Ja und Amen sagen und viel, viel mehr Dinge annehmen, die sie eigentlich gut wuppen können und wo einfach auch vielleicht oft da gar nicht die Motivation dahinter so ist oder wenn ich dann Dinge höre wie, ja, ich kann leider nicht zu eurem Event kommen, ich würde so gerne, das wäre so schön, aber ich muss da zu einer Geburtstagsfeier, dann frage ich mich, du musst zu einer Geburtstagsfeier? Warum musst du zu einer Geburtstagsfeier? Ja, das ist eine Pflichtveranstaltung. Warum ist es eine Pflichtveranstaltung? Nein, du kannst doch selber entscheiden, zu welcher Geburtstagsfeier du gehst und nur weil dich ein Freund, eine Freundin eingeladen hat zu einer Feier, wo sie auch zu dir gekommen ist. Vielleicht deswegen denken viele, nur weil sie bei mir war, muss ich auch zu ihr kommen oder sie erwartet das jetzt oder sie wäre traurig, wenn ich nicht komme. Hey, wenn es eine gute Freundin ist, ein guter Freund, jemand, der dir nahe steht, der dich liebt, dann wird er verstehen, warum du vielleicht mal eine Entscheidung triffst, die dann heißt, ich bin mal kurz nicht da, weil ich muss mal kurz woanders hin. Ja, nur als Beispiel. Das heißt, ich habe voll radikal auch angefangen, solche Situationen immer gleich zu hinterfragen und zu überlegen, okay, Moment mal, was will ich denn jetzt eigentlich? Nicht, was wollen alle anderen von mir, sondern was will ich? Ja. Und das ist echt eine Sache, ich habe da lang gebraucht, bis ich da drauf gekommen bin, dass das so wichtig ist. Aber das gibt dir einfach ein Stück Freiheit für dein Leben und ein Riesenstück Selbstbestimmung, wenn du halt nicht irgendwie die ganze Zeit nach der Nase von irgendwelchen Menschen tanzen musst. Ja. Und bei mir war das so,
Anfang 30. Also ich war damals in einer langjährigen Beziehung. 12 Jahre waren wir zusammen, dann haben wir geheiratet. Und es war eigentlich, es war alles super, es war gut. Wir hatten irgendwie so im Kopf, ein Haus zu bauen. Irgendwann stand bestimmt auch Kinder im Raum. Wir haben das nie so fixiert, bis wann und so. Wir haben gesagt, ein Schritt nach dem anderen, wir machen uns keinen Stress. Und dann waren wir irgendwann verheiratet. Und so ein Jahr danach, irgendwie habe ich mal angefangen, mir gewisse Dinge in meinem Leben auch Gedanken zu machen. Also aktiv auch Gedanken zu machen. Davor war ich eher mehr so ein Mitläufer. Mein Leben ist halt passiert aufgrund Dinge. Klar, ich habe schon immer auch entschieden, was möchte ich irgendwie machen, aber das waren halt immer abhängig auch von Entscheidungen von anderen oder gewusst oder einfach dieses Ding, okay, ja, es ist halt das Normale, was macht man? Ja, man verheiratet, man kriegt Kinder, man baut sich ein Haus. Das ist halt normal. So, das ist ja, und das ist auch was Tolles und das will ja jeder. Und ich dachte irgendwie, ich will das auch. Und ich glaube, lange wollte ich das wahrscheinlich auch und war das irgendwie so mein Ziel und mein größter Wunsch. Ja, dann waren wir irgendwann verheiratet und dann ging es eigentlich los mit meinem Job. So, dass ich mir echt Gedanken gemacht habe, ich bin nicht mehr so ganz glücklich. Ich merke auch zusehends, ich arbeite mich in diesem Job auf. Das war bei mir im Eventbereich. Job war eigentlich so ganz cool. Ich habe auch für die Eventbranche relativ gut verdient. Ich habe bei einer Agentur gearbeitet, das muss man dazu sagen. Ja. Für Agenturverhältnisse war das jetzt nicht das Schlechteste. Allerdings kannst du dir vorstellen, viele Überstunden, die nicht bezahlt wurden. Du hast immer 100%, 1000% gegeben, aber gedankt hat es dir irgendwie keiner. Und habe dann halt auch gemerkt, okay, ich mache das jetzt seit 7 Jahren. Ich habe da echt sehr viel rausgeholt. Ich hatte dann die Möglichkeit, einen neuen Account zu übernehmen. Und auch über kurz oder lang hätte ich da wahrscheinlich Teamleiter werden können, ein ganzes Team führen können. Dann sind aber ein paar Dinge auch passiert in der Firma, die mir so sehr eigentlich gegen den Strich gegangen sind und habe dann irgendwann entschieden, ich werde kündigen. Habe aber parallel halt auch immer diesen Wunsch in mir gehabt, ich möchte mich mit gesunder Ernährung auseinandersetzen. Ich würde irgendwie gerne Ausbildung machen zur Ernährungsberaterin. Eigentlich hauptsächlich, weil mich das Thema total fasziniert, weil das Thema mich total interessiert und weil ich immer mich gefühlt habe, als wäre ich in einem Ernährungsdschungel da draußen. Also ich war halt dann auch im Internet unterwegs, habe verschiedene Bücher gelesen und jeder sagt was anderes. Ja, Low Carb, Keto, Vollkorn ist gut, Vollkorn ist schlecht, Haferflocken sind gut, Haferflocken sind schlecht, Intervallfasten ist gut, Intervallfasten ist schlecht. Ja, jeder hat irgendwie gefühlt eine andere Meinung da draußen. Und ich habe mir gedacht so, na, was sollst du denn jetzt glauben? Jeder erzählt dir was anderes. Und dann habe ich halt gesagt, gut, ich möchte es einfach selber lernen. Ich möchte selber von der Pike auf lernen, was sind die Grundprinzipien einer gesunden Ernährung. Und war dann immer so in meinem Kopf, ich möchte gerne, wenn es irgendwann geht, einfach Ernährungsberatung nebenbei noch machen. Und ich dachte halt immer, das wäre vielleicht was Cooles, wenn man irgendwann mal Kinder hat, halbtags oder so, kann man das vielleicht dann integrieren. Das war immer so in meinem Hinterkopf. Und dann kam halt diese Situation in meiner Firma auch und ich war zusehends unhappy und habe halt so verstanden, hey, ich opfere mich ja auch für nichts. Ich tausche Zeit gegen Geld, ich tausche verdammt viel Zeit gegen verhältnismäßig verdammt wenig Geld und mache eigentlich meinen Körper mehr oder weniger kaputt. Also ich war noch nicht im Burnout, ja, wie viele meiner anderen Kollegen zu der Zeit, aber ich bin da sehr, sehr stressresistent, sag ich mal. Ja, das war, für mich war das noch alles okay, aber es war schon echt grenzwertig. Ja, wirklich. Also ich meine, gut ging es mir zu der Zeit nicht. Ja, und dann war es halt soweit und ich habe gesagt, gut, dann kündige ich meinen Job und fange an mit einer Ausbildung zur Ernährungsberaterin und habe halt dann erstmal einen Job in einem Café angenommen, Vollzeit, um einfach im Prinzip die Lebenserhaltungskosten zu decken, meine Miete zu zahlen, meinen Teil des Einkaufs zu zahlen. Ich meine, zu der Zeit war ich ja verheiratet und wir hatten gemeinsam einen Haushalt. Und da wusste ich halt auch, da habe ich einen Rückhalt, das war auch ganz cool. Mein Mann, also jetzt Ex-Mann, hat auch gesagt, ja mach das, komm, ich unterstütze dich, alles gut und so. Habe dann eben den Job gemacht als Barista in einem Café bei uns in der Stadt. Und war dann so, dass, oh, das wollte ich nicht hier, ich habe was Falsches angeklickt. Und es war dann auch voll okay, ich habe dann meine Ausbildung gemacht. Und dann war es bei mir aber leider so, was heißt leider, eigentlich zum Glück, ich habe gemerkt, oder jetzt im Nachhinein kann ich sagen, hey, wenn du dir über eine Sache in deinem Leben anfängst, mal Gedanken zu machen, dann schießt das irgendwie wie so ein Domino-Effekt los. Und dann fängst du auch an, dir Zeit zu nehmen, über andere Dinge in deinem Leben nachzudenken. Und dann kommt dir, ja, bei mir war das halt dann so nach und nach, danke für die Herzen, nach und nach, so dass ich gemerkt habe, okay, irgendwas läuft hier nicht so. Also ich habe zwar irgendwie ein gutes Leben, wir machen auch schöne Urlaube, ich bin eigentlich auch, denke ich, irgendwie glücklich in meiner Ehe, in meiner Beziehung, soweit passt alles, aber
habe halt dann gemerkt, okay, irgendwie, das ist noch nicht alles. Ja, ich bin jetzt Anfang 30, habe ich mir irgendwie, weiß ich nicht, da ist doch noch mehr im Leben. Und bin dann halt so nach und nach aufgewacht und habe dann auch eben meine Beziehung bzw. meine Ehe beendet. Wir haben uns dann auch getrennt und ich bin ausgezogen, Scheidung und so weiter. Danke, Manni, für das Herz. Das war absolut keine leichte Zeit. Das war auch finanziell natürlich dann Kacke. Ja, ich hatte ja einen Job, wo ich dann, keine Ahnung, nur noch die Hälfte verdient habe, habe meine Ausbildung nebenbei gemacht. Das war an dem Tag, wo ich ausgezogen bin, wo ich dann wirklich raus bin, habe ich, glaube ich, 2, 3 Tage später. Nee, da war ich noch nicht ganz ausgezogen, wo ich mich dann wirklich fix getrennt habe, wo das finale Gespräch dann war, habe ich 3 Tage später meine Prüfung zur Ernährungsberaterin geschrieben, ja, die dann auch mit Bravour bestanden, alles wunderbar. Aber das war echt eine richtig harte Zeit für mich. Ja. Und dann kam halt Auszug, Scheidung, wieder komplett alles von vorne anfangen. Also Job von vorne. Beziehung von vorne, gefühlt irgendwie das ganze Leben einmal umgekrempelt. Und dann war es so, dann war ich fertig mit meiner Ausbildung zur Ernährungsberaterin, habe dann noch angefangen, eine Trainerlizenz zu machen, also erstmal eine B-Lizenz, später dann habe ich noch einen Personal Trainer obendrauf gemacht, so nach und nach mehrere Lizenzen, Fachberaterin zur für Darmgesundheit noch gemacht, noch so einen aktiven Kurs, so einen Praxiskurs für Ernährungsberater und alles, das habe ich dann alles noch mitgenommen, alles noch gemacht und nebenbei halt immer in einem Café noch gearbeitet. Und dann hatte ich Gott sei Dank die Möglichkeit, in dem Fitnessstudio, in dem ich trainiert habe, noch einen Nebenjob anzufangen. Dann habe ich dann einfach in der Theke gearbeitet, habe da ausgeholfen. Und dann hat sich das so ergeben, dadurch, dass ich jetzt ja Qualifikationen hatte im Ernährungsbereich, im Fitnessbereich, dass ich dort einfach fest angestellt wurde. Das war natürlich super. Ich hatte dann echt einen coolen Job in Festanstellung im Gesundheitsbereich und ich habe gemerkt, cool, das ist eigentlich genau das, was ich machen möchte. Das ist das, wo ich echt im Prinzip, wo ich gemerkt habe, hey, ich kann jeden Tag was Sinnvolles machen. Ich kann jeden Tag Menschen helfen, entweder mit ihrer Ernährung, mit ihrem Training. Das war für mich echt eine schöne Befriedigung und einfach, ich habe gemerkt, es hat einen Sinn hier, was ich mache, ja, im Vergleich zu vorher bei der Eventagentur, wo ich zwar schön durch die Welt geflogen bin und Events organisiert habe und viele tolle Orte gesehen habe, aber die Sinnhaftigkeit meiner Arbeit hat mir ein bisschen gefehlt, muss ich sagen. Man muss dazu sagen, das war auch für ein Pharmaunternehmen, wo halt auch dann das Ganze nicht auf so einer schönen persönlichen Ebene läuft, ja, wie wenn du sonst vielleicht irgendwie Hochzeiten planst oder andere Events planst, wo du halt einfach den Auftraggeber sehr persönlich kennenlernst und eine Beziehung aufbaust. Das war halt bei uns immer, ich meine, wir waren im Prinzip, das war für Böhringer Ingelheim tatsächlich, das Paradoxe ist ja im Diabetesbereich. Also ich war in einem Team, wo wir quasi Events für ein Pharmaunternehmen organisiert haben, die Medikamente für Diabetespatienten hergestellt haben. Und jetzt bin ich halt im Prinzip komplett so, dass ich sage, hey, ich helfe jetzt Menschen ohne Medikamente klarzukommen. Also wenn ich das damals, ich stand damals schon immer in diesen Plenary Sessions und habe mir gedacht, so Leute, irgendwie, also ist ja irgendwie cool, was ihr hier macht und so, aber kann man das nicht irgendwie auch mit gesunder Ernährung machen? Habe ich mich immer so gefragt. Ja, damals wusste ich ja noch nicht viel von Ernährung. Also mir war klar, das ist irgendwie auch anders möglich, aber wie so genau halt nicht und dass es wirklich dann doch eigentlich so einfach möglich ist, war mir auch nicht klar. Und das ist halt irgendwie im Nachhinein jetzt so das Paradoxe. Und das Leben spielt ja manchmal auch einfach so seine Kurven, sage ich mal, ja, geht rauf und runter und später verstehst du erst, was der Sinn der Sache irgendwie ist, ja. Naja, jedenfalls war es dann so, dass ich halt einfach die Sinnhaftigkeit hat mir einfach gefehlt, ja. Und ich habe halt gemerkt, da in einem Fitnessstudio, wo ich dann gearbeitet habe, ja, cool, also mega, ich kann hier jeden Tag rausgehen und weiß genau, was ich geschaffen habe. Ich habe verschiedenen Menschen geholfen. Das hat sich für mich sehr, sehr gut angefühlt. Aber ich habe auch gleichzeitig gemerkt, das kann jetzt nicht die Lösung sein für die nächsten 3, 4, 5 Jahre, weil finanziell war es halt trotzdem noch knapp. Also nach Auszug, Scheidung, kannst du dir vorstellen, der Spaß kostet einiges. War es halt so, dass es finanziell immer so gerade so war, dass es gepasst hat, aber letztendlich Platz für mal einen schönen Urlaub oder einfach mal toll essen gehen oder so, war halt sehr, sehr wenig. Und dann kam auch noch der Lockdown. Ja, das war dann tatsächlich der allererste Lockdown, Corona. Wir haben komplett zugesperrt. Ich war 100% in Kurzarbeit, habe dann nur noch 60% von meinem Gehalt bekommen. Ja, jetzt kannst du dir vorstellen, wenn es vorher schon knapp war, hat es dann halt nicht mehr gereicht. Was habe ich dann noch gemacht? Ich habe dann tatsächlich noch Hartz IV beantragt.
Das heißt, ich habe dann monatelang, ich glaube, es war fast ein ganzes halbes Jahr dann, Hartz IV noch bekommen. Im Nachhinein natürlich bin ich super dankbar, dass sowas bei uns möglich ist. Aber es war für mich einfach so im Prinzip der Tiefpunkt meines Lebens. Ich habe gesagt, ganz ehrlich, Leute, es kann ja nicht sein, dass ich mein Leben nicht alleine auf die Reihe kriege jetzt finanziell. Also, dass ich halt es nicht schaffe, sozusagen im Prinzip meinen Lebensunterhalt selbst zu finanzieren, ja. Und es war halt dann so, hätte ich das Hartz-IV-Geld nicht gehabt, hätte ich mir wirklich kein Essen kaufen können. Klar, ich hatte noch meine Eltern, die haben auch gesagt, hey komm, was brauchst du, wir leihen dir was, aber ernsthaft mit Anfang 30 möchtest du dir kein Geld mehr von deinen Eltern leihen. Also erstens habe ich da einen bestimmten Stolz gehabt und zweitens halt auch so dieses Gefühl so, ich möchte es ja alleine schaffen. Es kann doch nicht sein, dass ich jetzt hier irgendwie auf meine Eltern angewiesen bin, obwohl ich Anfang 30 bin. Das kann halt irgendwie nicht sein. Und das war so der Tiefpunkt meines Lebens. Und dann war es tatsächlich so, dann habe ich Gott sei Dank die Ketone kennengelernt. Ja. Und das war in einem Rahmen von einem Webinar, von einer Webinarreihe von der FIBO. Die FIBO war damals auch online. Das war wirklich einfach nur so eine Webinarreihe zum Thema ketogene Ernährung, exogene Ketone, auch im Sport, im Therapiebereich, wie man sie einsetzen kann. Und ich dachte mir, das klingt irgendwie spannend. Mit ketogener Ernährung hatte ich mich dann eh schon befasst. Ich habe das selber auch mal ausprobiert, aber für mich entschieden, so strikt Keto immer ist jetzt für mich nicht der Weg. Eher so Keto-Cycling wäre was für mich, aber so strikt Keto ist jetzt nicht meins. Weil ich auch gemerkt habe, dass es mir irgendwie dann auch mit meinen Hormonen nicht so gut ging. Also ich habe halt gemerkt, zum Beispiel der Zyklus hat sich verschoben, ist ausgeblieben und das ist halt immer ein Zeichen, dass irgendwas nicht passt. Ja? Also für mich war das halt nicht so der Weg, wo ich gesagt habe, damit fühle ich mich wohl. Und es war auch für mich immer, hat sich angefühlt wie Arbeit. Ja? Also ich musste am Anfang super strikt sein und sehr wenig Kohlenhydrate essen, um wirklich in Ketose zu kommen. Erstmal, dass mein Körper lernt, sich also keto-adaptiert zu sein und so. Und habe dann halt für mich entschlossen, ja, das, die Ernährung an sich kann gut helfen, kann man einsetzen, aber ist halt für mich jetzt irgendwie nicht the way to go. Und dann habe ich halt eben von diesen exogenen Ketonen erfahren und habe mir gedacht, so, was ist das denn schon wieder? Hör ich mir mal an. Weil ich hatte ja Zeit, Lockdown, keine Arbeit, ich habe mich dann 11. Jahr mit mir befasst und bin noch tiefer auch in das Thema Persönlichkeitsentwicklung eingetaucht. Also ich habe da ja eben mit, als ich den Stein ins Rollen gebracht habe, ja, mit Auszug, Scheidung und so weiter, schon gemerkt, okay, irgendwie, ich muss mich noch mehr mit mir selbst beschäftigen. Wer bin ich denn eigentlich und was will ich denn eigentlich von meinem Leben, ja? Also was will die Gesellschaft von mir, was wollen meine Eltern, was will mein Partner in dem Fall, den ich damals noch hatte, also in dem Fall mein Mann, jetzt mein Ex-Mann, was wollen die von mir, sondern was will ich denn? Und ich habe halt gemerkt, nee, eigentlich jetzt schon Haus und Kinder, irgendwie, ich fühle das halt noch nicht so. Also ja, das kann irgendwann mal mein Weg sein und ich glaube, ich möchte vielleicht irgendwann Kinder, aber das war halt für mich noch so, nee, jetzt gerade bin ich komplett auf einem anderen Level unterwegs. Ich versuche gerade halt rauszufinden, wer ich bin und was ich wirklich machen will im Leben, was mich wirklich erfüllt und jetzt kann ich nicht anfangen mit Haus und Kinder, also das passt irgendwie gar nicht und deswegen so hat sich das halt dann ergeben. Der Stein ist ins Rollen gekommen und wo war ich jetzt stehen geblieben? Genau, habe dann halt einfach gemerkt, okay, ich schaue einfach mal, was die Ketone können, ja. Da war ich stehen geblieben, genau. Und habe halt gesagt, gut, ich höre mir das Webinar an. Dann habe ich gesagt, gut, ich bestelle die mal, ich schaue mir das an. Und ich war relativ schnell Feuer und Flamme von der Wirkung. Also ich habe gemerkt so, diese kleine Wolke über meinem Kopf, die ich immer hatte, also dieses schlechte Gefühl, dass ich halt immer so down war. Ich meine, wie gesagt, das war der Tiefpunkt meines Lebens. Hat sich so ein bisschen gelichtet, mir ging es ein bisschen besser, ich war ein bisschen fröhlicher. Habe halt zu der Zeit aber dann auch noch angefangen, zum Beispiel mehr zu supplementieren. Ja, das macht ja auch viel aus, wenn der Körper dann erstmal auch alle Nährstoffe hat, die er braucht. Das ist auch eine tolle Sache. Ja, und war relativ schnell Feuer und Flamme von der Wirkung, habe dann aber wirklich auch gecheckt, okay, du kannst damit sogar Geld verdienen, das wäre eigentlich total cool, weil das ist ja genau das, was dir gerade fehlt, ja, also das ist ja genau dein Problem. Und war dann aber so, habe mir dann gedacht, nee, das ist irgendwie nichts für mich, die Branche ist mir super suspekt und außerdem verkaufen kann ich nicht, verkaufen habe ich nie gelernt und verkaufen will ich auch eigentlich nicht, das bin ich nicht der Typ dafür. Habe es dann irgendwie auch wieder verworfen und habe aber trotzdem weiter die Ketone getrunken und mir ging es einfach super gut damit, hatte viel mehr Energie, mehr Fokus, ich habe durchschlafen können plötzlich, all diese Dinge. Und dann kam der zweite Lockdown und es hat so ausgesehen, dass es wieder alles von vorne losgeht. Ja? Also wieder Kurzarbeit, Hartz IV anmelden und die ganze Scheiße wieder von vorne. Und dann habe ich gesagt, nee, also das kann nicht sein, das kann nicht sein. Und ich habe mir am Ende des ersten Lockdowns geschworen, dass es mir einfach nie wieder so dreckig gehen soll wie in dem ersten Lockdown.
Und habe dann gesagt, gut, jetzt geht es wieder von vorne los, ich muss was verändern. Ich hatte keinen Bock mehr auf dieses Ohnmachtsgefühl, dass ich nicht selber in der Hand habe, wie mein Leben läuft, dass ich mich irgendwie fremd bestimmen lassen muss. Von jetzt heißt, ich darf nicht arbeiten, ich darf da nicht hin, ich darf da nicht hin, ich muss zu Hause bleiben, ich habe nicht genug Geld, um mir Essen zu kaufen. Was da los? Ich muss irgendwie selber was ändern. Und ich hatte aber irgendwie keine Alternative, außer eben das mit den Ketonen da einfach mal, mir das anzuschauen, wie ich damit Geld verdienen kann, wie ich damit mein Business starten kann. Und habe es mir einfach mal angehört und habe halt auch gesehen, so alle anderen, die das machen, die habe ich länger beobachtet, das sind ganz tolle, liebe, herzliche Menschen, die helfen anderen Leuten auf Social Media. Die sind gefühlt so vom Feeling her wie ich. Und dann habe ich gedacht, gut, jetzt schaue ich mir das einfach mal an. Und habe dann einfach angefangen, wirklich nebenberuflich mein Business dann damit aufzubauen. Es war dann so, der Lockdown war vorbei, ich habe dann auch wieder gearbeitet, habe das Ganze nebenberuflich gemacht, tatsächlich ein Jahr lang, neben meinen Coachings, die ich hin und wieder auch noch gegeben habe. Und habe dann angefangen, die exogenen Ketone in meine Arbeit einzubauen. Und habe halt gemerkt, cool, die helfen halt nicht nur mir, sondern die helfen auch allen Menschen um mich herum. Also mein Bruder hat sie ausprobiert, meine Mama, mein Papa erst später, der braucht immer ein bisschen länger, bis da irgendwas Neues startet. Und habe halt vor allem bei meiner Mama gemerkt, haben wir innerhalb von 4-5 Monaten gemerkt, sie hat den Prädiabetes besiegt damit, weil es ihr leichter gefallen ist, auch einen besseren Lebensstil an den Tag zu legen. Also bei der war es immer so, die hat immer wieder angefangen, ihren Lebensstil zu verändern, sich gesünder zu ernähren, mehr zu bewegen. Aber immer nach ein paar Wochen ist sie wieder eingebrochen, war immer das Problem der Heißhunger und die Energielosigkeit. Und mit den Ketonen war das halt zum ersten Mal anders. Also da hat sie wirklich geschafft, es durchzuhalten. Es fiel ja super, super leicht. Und das war halt für mich auch so ein Riesenerfolgserlebnis in der persönlichen, in der Familie. Wenn deine Mama es schafft, halt den Diabetes zu besiegen, war für mich halt so echt so, wow, mega, mega, mega. Und mittlerweile nach 2,5 Jahren, mit über 800 Kunden habe ich so viele tolle Erfolgsgeschichten, um das geht es ja heute gar nicht, aber wo ich genau weiß, wow, also damit kann man wirklich Menschenleben verändern. Und das war bei mir so der Punkt, wo es dann auch eben diesen Shift gab. Und ich erzähle das jetzt alles, um mir zu zeigen, die Frage, welches Leben lebst du, wie das bei mir wirklich war. Ja? Also ich bin irgendwann wirklich aufgewacht und habe mir überlegt, okay, was will ich denn von meinem Leben? Und dann war es so, dann war ich offen sozusagen für Veränderung, für Neues und habe selber Entscheidungen getroffen und mein Leben ist in eine ganz andere Bahn gekommen, in Gesundheitsbereich und mittlerweile jetzt auch eben ins Online-Business, ins Affiliate-Marketing beziehungsweise ins Empfehlungsmarketing und habe damit mein Business aufgebaut, ja, weil ich einfach per Zufall in dem Fall wirklich ein Produkt gefunden habe, wo ich sagen kann, wow, das kann ich einbauen in meine Arbeit, das kann ich einbauen in meine Coachings. Und jetzt ist es mittlerweile so, 2 Jahre später, also ich habe dann das ein Jahr lang nebenberuflich gemacht und habe dann tatsächlich nach einem Jahr gesagt, hey, ich kann meinen Job kündigen, ich kann eigentlich davon leben, ich habe noch einen Existenzgründerzuschuss beantragt. Und so ist eben eins zum anderen gekommen, dass es mit dem Business gut geklappt hat, dass das dann mit dem Existenzgründerzuschuss gut geklappt hat, weil ich dann halt auch wirklich bereit und offen dafür war, einfach für Alternativen und habe mir das einfach alles angeschaut. Hätte ich damals gesagt, nee, ich vertraue eigentlich drauf, dass ich keinen Bock habe auf die Branche und dass ich eigentlich auch nicht verkaufen will, dann wäre ich wahrscheinlich immer noch im Fitnessstudio, würde immer noch das Gleiche verdienen und hätte jetzt wahrscheinlich Probleme, meine Rechnungen zu zahlen, weil jetzt noch alles viel, viel teurer geworden ist. Ja, ich meine, eine Lohnerhöhung oder so wäre bestimmt nicht drin gewesen, Aufstieg und dann höheres Gehalt. Also ich war da, die Position, die ich hatte, war einfach, da war alles ausgeschöpft. Ja, und da bin ich halt im Nachhinein super, super dankbar, aber wäre ich halt da nie hingekommen, wenn ich nicht mal angefangen hätte, mir zu überlegen, ey, welches Leben lebe ich eigentlich? Lebe ich denn mein Leben? Bin ich denn glücklich mit dem, was ich hier mache? Will ich das überhaupt? Also, das soll jetzt nicht heißen, weil ich mich halt dann damals gegen weiter verheiratet sein, Hochzeit und Kinder entschieden habe, dass ich das Konzept nicht gut finde. Also wenn das für dich passt und wenn du da draußen jetzt zuhörst und du denkst, ja, aber das ist ja genau das, was ich will, dann super, das ist mega. Wenn du das wirklich spürst und wenn du dafür brennst und wenn das deine Berufung ist im Leben, dann spitze. Aber für mich hat da halt was gefehlt. Also ich wusste, ich habe noch mehr Potenzial in mir. Vor allem den Job im Eventbereich, den ich gemacht habe, da war ich verdammt gut da drin. Aber das war halt für mich auch nicht alles. Ja? Ich habe auch gesagt, da muss es doch noch was anderes geben mit mehr Sinnhaftigkeit. Ja? Wo ich wirklich einen Unterschied machen kann in der Welt. Und das kann ich halt hier jetzt so, so schön, vor allem über Social Media, weil die Reichweite ja unendlich ist. Ja? Das heißt, ich habe halt hier die Möglichkeit, viel, viel mehr Menschen auch positiv
zu beeinflussen, positiv beeinflussen ist immer so ein negatives Wort, positiv zu inspirieren halt, ihr Leben mal zu überdenken, vor allem auch mit ihrer Gesundheit gesünder zu werden, abzunehmen, ihre Insulinresistenz zu besiegen. Ja, das ist ja mein Kernthema schlechthin, über das rede ich ja alle anderen Tage der Woche. Ja, heute ist eben mal ein persönlicheres Live, wo ich dir jetzt meine Geschichte erzählt habe. Aber da habe ich halt, jetzt mittlerweile habe ich das Gefühl, ja, ich lebe 100% mein Leben. Und das hatte ich heute Morgen wieder so ein einschneidendes Erlebnis, wo mich wirklich jemand gefragt hat, also ich kann das jetzt nicht so im Detail erzählen, aber wo mich jemand gefragt hat, hey, wie sieht's aus, ist das und das okay für dich? Und ich hatte sofort so, nein, das ist nicht okay für mich, ja. Und früher hätte ich halt einfach gesagt, dann hätte ich schon gefühlt, das ist nicht okay, aber ich hätte gesagt, ja komm, ist okay, passt, mach mal. Und ich war in dem Moment so stolz auf mich, also ich habe dann da eben geantwortet, auch super, super lieb, also super lieb im Sinne von sehr diplomatisch geantwortet, aber halt klar meinen Standpunkt vertreten. Und eben Nein gesagt, weil das nicht meinen Werten entspricht und nicht meiner Auffassung von Energie entspricht und mich nicht weiterbringt in dem Moment. Und früher hätte ich da halt ganz anders entschieden. Und deswegen, das hat mich eben heute Morgen so daran erinnert, Mensch, lebst du eigentlich dein Leben oder lebst du das Leben von dein Partner, das Leben von deinen Eltern, das Leben von der Gesellschaft, das Leben, wo du denkst, so soll ich es halt leben, weil so wird es verlangt, so ist es halt. Weil du kannst wirklich einfach 100% selbst entscheiden, wie du dein Leben leben möchtest. Und wenn du dir jetzt, wenn du zuhörst und dir denkst, ja, okay, ich verstehe so, was du sagst, ich finde das auch ganz cool, aber was kann ich denn machen? Ja, ich weiß ja gar nicht. Dann beschäftig dich erstmal, zwei Tipps habe ich für dich. Dann beschäftig dich erstmal mit dir selbst und finde raus, so, wer du bist und was du überhaupt machen möchtest. Also ich habe zum Beispiel damals, das war dann eben Anfang des ersten Lockdowns, habe ich angefangen halt mit Persönlichkeitsentwicklung. Ich habe zum Beispiel von Patrick Reiser, ich weiß nicht, wer den kennt, finde ich total cool, mag ich seinen Content sehr, sehr gern, seinen Podcast auch. Der hatte so eine gratis Potenzialentfaltungs-Challenge, die ist über 5 Tage gegangen. Da waren auch geführte, also da waren viele Fragen, mit denen man sich auseinandersetzen konnte. Da waren auch 1, 2 geführte Meditationen dabei, so wie eine Art Zeitreise, wo man echt mal so schauen konnte, wer bin ich denn und was will ich denn eigentlich? Und viele, die das machen, sind dann am Ende nicht so, dass sie sagen, ja genau, jetzt weiß ich, was ich machen will, aber zumindest hast du mal angefangen, dir Gedanken zu machen über dein Leben und ob das denn so läuft, wie du möchtest und was sind denn eigentlich deine Träume und wo möchtest du eigentlich hin? Und was ich zum Beispiel auch sehr gerne mag, die Inhalte von Misha Janjic, ja, Chainless Life hat der so eine Organisation, wo er auch Coachings gibt und so weiter, aber auch sehr viel Gratis-Input. Der hat auch so eine University, wo du gewisse Coachings machen kannst. Dann such dir sowas in der Art, ja. Das sind jetzt nur 2 Beispiele, die ich genutzt habe, die mir geholfen haben. Da gibt es 100.000 andere Dinge auf dieser Welt, die dir dabei helfen können, von ganz vielen tollen anderen Menschen. Also mittlerweile ist es ja schon, ich sag mal so, zum Trend geworden, ja, diese Bewegung, was ich aber super finde, ja. Du darfst dich halt nur nicht darin verlieren, jetzt muss ich mich erstmal jahrelang selbst finden und jetzt mache ich am besten gar nichts, weil jetzt muss ich erstmal gucken, wer ich bin. Das bringt dir halt auch nichts, ja. Also schnelle Entscheidungen treffen, wenn Möglichkeiten kommen, sich Möglichkeiten dir bieten, die du dir wenigstens mal anschauen könntest, sei dafür einfach offen, weil du weißt nie, wann genau deine Sache um die Ecke kommt. Und bei mir war es so, ich habe ein halbes Jahr gebraucht, um zu sagen, gut, ich starte damit. Ich schaue mir das an, ich schaue, wie ich mir mein Business mit den exogenen Ketonen aufbauen kann. Und jetzt im Nachhinein kann ich dir sagen, es war die beste Entscheidung meines ganzen Lebens. Also ich liebe einfach meine Selbstbestimmtheit, die ich jetzt habe jeden Tag, die Ortsunabhängigkeit, dass ich komplett ortsunabhängig arbeiten kann und dass ich eigentlich komplett auch ein freies Leben habe, ja, dass ich wieder reisen kann, wie ich lustig bin. Hast du vielleicht gesehen in meiner Story, ich habe mir jetzt schon einen Flug gebucht für Gran Canaria. Es geht im Oktober wieder einen Monat auf Gran Canaria. Letztes Jahr war ich schon 2, 3 Wochen in Mexiko. Davor war ich einen Monat auf Thailand, auf Koh Phangan und habe halt da gearbeitet und eine schöne Zeit gehabt. Ja. Das heißt, mein großes Ziel, mein langfristiges Ziel ist auch mal auszuwandern, wirklich zu sagen, okay, ich melde mich ab aus Deutschland, weil ich brauche nicht Miete zahlen für eine Wohnung, wo ich gefühlt das halbe Jahr gar nicht drin bin. Das ist halt einfach auch, das muss einfach nicht sein. Deswegen kann man halt immer mal wieder woanders sein und das ist ja das Geniale mit diesem Konzept, dass du halt keinen festen Wohnsitz hast, hast du halt auch
gewisse Freiheiten. Und klar, du kannst nicht unbeschränkt in allen Ländern ewig bleiben, aber man kann das sehr gut für sich nutzen. Das ist halt dann mein Ziel, wo es noch hingehen soll. Und ich sagte ja, das war die beste Entscheidung meines ganzen Lebens. Hätte ich aber nicht geschafft, mir so ein Leben jetzt aufzubauen, wenn ich nicht damals einfach Ja gesagt habe zu so einer Möglichkeit. Und wenn du jetzt sagst, ja gut, bis jetzt, ich habe noch irgendwie keine Möglichkeit, ich weiß gar nicht so, wie ich starten soll, was soll ich denn machen? Erster Tipp, wie gesagt, kümmere dich um die Frage, wer du bist und was du wirklich möchtest, was du machen möchtest im Leben, was dir wirklich Freude macht und versuch dann daraus irgendwie Lebensunterhalt kreieren zu können, ja. Und mein zweiter Tipp an dich und auch meine Einladung an dich, wenn du jetzt sagst, okay, irgendwie, ich möchte mir echt mal was anschauen, das klingt irgendwie spannend, das mit den Ketonen, vor allem auch mehr Energie und ich verfolge dich eh schon länger und irgendwie finde ich das eigentlich gar nicht so blöd, dann komm gerne zu unserem Event nach Frankfurt. 16. September sind wir in Frankfurt mit den exogenen Ketonen. Wir werden zum einen die Wissenschaft mitbringen dazu, ja, also sogar den Mitentwickler der Ketone, Dr. Ryan Lowry, wird kommen. Er wird den CEO der Firma selbst mitbringen, Brian Underwood. Wir werden spektakulär da wirklich Infos kriegen aus erster Hand. Wir bauen eine Ketone-Bar auf, du kannst die Ketone mal probieren, sämtliche Geschmacksrichtungen. Du hast die Möglichkeit, unsere Community auch kennenzulernen, mal auch andere Geschichten zu hören. Jetzt kennst du meine Geschichte, aber mal Geschichten auch von anderen in der Community, die sich zum Beispiel als alleinerziehende Mama, wie die Marina, komplett alleingelassen von dem Vater des Kindes, komplett alles allein gemacht mit Geburt und, wie die sich ihr Business damit aufgebaut hat und jetzt sehr, 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 sehr gut schon davon leben kann. Oder auch wie Andi und Florence, die durch die Welt reisen schon seit 2 Jahren mit diesem Business, ja. Auch komplett die Florence wie ich, komplett von null angefangen, null Ahnung von der Branche, null Ahnung von Social Media, einfach um so mal Geschichten zu erleben und dir einfach mal, ja, dich mit Leuten umgeben, die einfach mal vielleicht ein bisschen anders sind wie dein normales Umfeld, ja, die wirklich mehr vom Leben wollen, wenn du so das Gefühl hast, okay, ich habe mein volles Potenzial, bringe ich noch nicht auf die Straße, meine ganzen PS, da habe ich noch ein paar PS, die habe ich noch nicht rausgelassen, dann fühle dich da herzlich dazu eingeladen, danke für das Herz, Patrick, dir das einfach mal anzuhören, das mal anzuschauen, 16. September, wie gesagt, in Frankfurt, mich auch persönlich kennenzulernen, unsere Community persönlich kennenzulernen, auch gerne einfach die Leute zu interviewen, Fragen zu stellen und selbst wenn du sagst, gut, das ist jetzt speziell nichts für mich, dann hast du zumindest einen richtig tollen Tag gehabt, hast deine Vision erweitert, hast für deine Persönlichkeitsentwicklung was getan, hast sehr, sehr spannende Menschen kennengelernt, alles Menschen, die wirklich auch mehr vom Leben wollen, die vielleicht auch gerade auf der Suche sind, so wie du, noch nicht genauso wissen, nicht genau wissen, was sie machen möchten, wer sie vielleicht auch sind und wo sie hinwollen, die vielleicht einfach nur eine Vision haben, sie wollen vielleicht auch mal auswandern oder sie wollen reisen oder sie wollen sich wollen mit der Familie irgendwo die Möglichkeit haben, einfach finanziell freier zu sein, um einfach schöne Dinge auch machen zu können, den Kindern alles ermöglichen zu können und so, dann ist das wirklich the place to be. Es ist ein Samstag, Tickets gibt es über mich, 55 €, kosten die inklusive Essen, das heißt, eigentlich zahlst du für das ganze Ticket nur 15 €, wenn wir so runterrechnen, super, super günstig, ist gefühlt geschenkt. Dann hör dir das gerne an und geh dieser Einladung nach und erinnere dich nochmal an meine Worte von vorher, dass es einfach manchmal sehr viel Mut braucht, um sich was Neues anzuschauen, auch wenn man denkt, es ist nichts für einen. Weil bei mir war es wirklich so, ich habe eigentlich schon Nein gesagt zu der Sache und jetzt 2,5 Jahre später, wow, was sich bei mir verändert hat mit dieser Sache, das ist einfach legendär, was in 2 Jahren passieren kann. Von komplett Hartz IV in die komplette Selbstständigkeit, von der ich jetzt gut leben kann, komplett online arbeiten kann, ortsunabhängig bin, selbstbestimmt bin, sogar ein Auto von der Firma bezahlt bekomme, ja, was ich auch mega finde. Ich hätte nie gedacht, dass ich mal einen Neuwagen fahre und jetzt einen Neuwagen, den ich nicht mal selbst bezahlen muss. Also das ist echt phänomenal und das alles mit einem Produkt, für das ich brenne, das ich liebe, das ich täglich nutze, wo ich schon so vielen Menschen damit geholfen habe, ihr Leben auch einfacher zu verändern damit. Mit einer Firma, die hat sogar ein eigenes Heart Department, ja, kümmert sich quasi extrem gut auch um die Mitarbeiter, um die Affiliates, um die Vertriebspartner, die sehr, 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 sehr viel, da steckt sehr, sehr viel Liebe auch dahinter, sehr viel Achtsamkeit, sehr, sehr viel Überlegtheit, ja, und das hat bei mir alles so gepasst, ja, damals war meine Mission auch, dass ich einfach den Menschen helfe, eine bessere Version von sich selbst zu werden, mit meinem Coaching, also Ernährung, trainingstechnisch. Und dann lerne ich diese Firma kennen, also erstmal die Ketone kennen und dann die Firma dazu kennen.
Und deren Mission ist genau das Gleiche, ja, dass jeder eine beste Version von sich selbst wird, beziehungsweise jeden Tag 1% näher zu seiner besten Version kommt. Und als ich das dann gehört habe, war für mich so, wow, okay. Also für mich war das echt, die Topf auf Deckel, es hat gepasst, aber ich war auch offen dafür, einfach Dinge zu verändern, ja. Und ich hoffe, mit dem Live konnte ich dich jetzt so ein bisschen inspirieren, selbst wenn du sagst, ja, zum Event komme ich nicht, aber das Live war trotzdem cool und ich habe was mitgenommen, dann freue ich mich natürlich, wenn du mir noch ein Herzchen da lässt. Wenn du sagst, ja, genial, ich komme vor Ort, vielleicht bist du in der Nähe von Frankfurt, dann schau gern vorbei. Wie gesagt, melde dich bei mir für Tickets, ein paar habe ich noch zum vergünstigten Preis. Dann sehen wir uns hoffentlich in Frankfurt und dann bist du hoffentlich auch ja, auf dem Weg, dein Leben umzukrempeln, ja, wenn es nötig ist. Und wie gesagt, wenn du 100% glücklich bist mit allem, was du hast, mit deinem Job, mit deiner Family, mit deiner Situation, so wie es jetzt läuft, dann herzlichen Glückwunsch. Ich stelle nur immer fest, in allen Gesprächen, die ich tagtäglich führe, egal ob es mit Business-Interessenten ist, mit Kunden oder aber auch mit Menschen, die halt sich für die Ketone interessieren und überlegen, ob sie damit starten, dass die meisten halt einfach super alles andere als glücklich sind, dass immer Dinge nicht passen und dass viele auf der Suche sind, einfach was zu verändern. Und ich glaube, in der heutigen Zeit war es auch wirklich noch nie so wichtig, sich ein zweites Standbein aufzubauen. Vor allem was Online-mäßiges, was weiterlaufen kann, wenn halt unsere Wirtschaft wirklich mal crasht und wenn einfach nichts mehr so läuft, wie es vielleicht mal war. Ja, das glaube ich, wird auch nicht mehr allzu lange dauern. Man weiß es nicht. Das weiß, glaube ich, keiner so genau. Von dem her macht es durchaus Sinn. Ja, ich hoffe, das Live war eine schöne Inspiration für dich und für alle, die meine Geschichte noch nicht kannten, vielleicht auch mal ganz spannend zu sehen, okay, was steckt denn hinter der Fassade, was steckt denn hinter den ganzen Tipps, wie du deine Insulinresistenz besiegen kannst, wie kam ich denn überhaupt dazu zu dem, was ich jetzt mache, ja. Ich denke, mein Leben ist halt nicht Zufall, es ist immer alles, soll irgendwie sein, manchmal versteht man wirklich erst Jahre später, warum Dinge so passiert sind, wie sie passiert sind und kann erst Jahre später tatsächlich dann auch dankbar sein darüber. So war es zumindest bei mir, genau. Ich speichere das Live jetzt auch gerne ab, also gerne auch deine Leute drunter verlinken oder das Ganze teilen, wenn du sagst, Mensch, irgendwie, ich bin super happy, aber ich kenne jemanden, der hat halt irgendwie ein paar Probleme, der möchte was verändern, der weiß noch nicht so ganz, wohin mit seinem Potenzial, was er machen kann im Leben, wie er sich verändern kann, hat noch nicht seine vollen PS auf die Straße gebracht, dann gerne das Ganze teilen, dann kannst du ja nicht nur mir helfen, nicht nur dir helfen, sondern auch der anderen Person definitiv helfen. Genau. Morgen sehen wir uns wieder um 11, bin ich wieder am Start. Morgen ist Freitag. Morgen sprechen wir im Speziellen über die exogenen Ketone. Ich werde alle eure Fragen beantworten. Das heißt, morgen auch gerne nochmal dazukommen, wenn du denkst, okay, irgendwie cool, aber über das Produkt weiß ich irgendwie noch gar nichts. Super gerne. Natürlich mich immer gerne direkt anschreiben. Dann gebe ich dir gerne erstmal Infos. Wir hatten auch gestern ein spannendes Webinar dazu. Wir waren komplett ausgebucht in dem Webinar. Richtig cool. Wir haben jetzt 3 Tage verfügbar die Aufzeichnung. Das heißt, wenn du dir die nochmal anschauen willst oder wenn du sie dir anschauen möchtest, was gestern los war, super gerne mir schreiben. Das schicke ich dir natürlich. Für 3 Tage ist sie gültig. Und ansonsten gerne auch mal eine direkte Nachricht, dann kriegst du auch immer aus erster Hand Infos über die Ketone und natürlich auch unbedingt zum Event kommen, weil wie gesagt, der CEO kommt aus den USA, Dr. Ryan Lowry kommt aus den USA, der Mitentwickler der Ketone, du wirst da sehr, sehr viel auch über das Thema Wissenschaft erfahren. Meine Kollegin Diana wird auch da sein, Anna Herakovic, sie ist Dippling in Biochemie, die kennt sich auch mega aus und liest Studien als Hobby. Also das ist wirklich ihre Leidenschaft und kann das auch sehr, 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 sehr gut auch ganz neutral auseinandernehmen und die wird uns bestimmt einiges auch noch mitgeben. Es gibt auch immer wieder mehr und mehr Forschung, die rauskommt zu den RBRB-Ketonen. Also das ist ein super spannendes Feld und wir starten jetzt erst wirklich auf dem europäischen Markt. Das ist sozusagen der Startschuss, unser Event in Frankfurt am 16. Das heißt, wenn du Teil von was wirklich, wirklich, wirklich Großem sein oder werden möchtest, dann ist das auf jeden Fall deine Chance. Genau. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns hoffentlich wieder morgen im Live. Und bleibt mir nur noch, dir einen tollen Tag zu wünschen. Und danke, dass du mit live dabei warst. Und auch danke an alle, die das Live noch im Nachgang angeschaut haben. Macht es gut, ihr Lieben. Ciao. Danke für die Herzen. Danke, TikTok. Ciao.